13 zu 14. Field jetzt auch selber mit der Angabe. Und Adlerova schlägt noch nicht mal den Block an, sondern sie schlägt ins Netz. Das zeigt eine deutliche Verunsicherung auf Seiten von Schwerin. 13-15 und jetzt könnten sie die Zuschauer gebrauchen. Der Fanclub versucht, die Zuschauer hier zu animieren. So ganz gelingt das jetzt nicht. Klein bin ich geschockt, dass man schon hier in Schwerin. Adlerova. Ja, denn kriegen diese Timer nicht mehr Punkt für Schwerin. 14 zu 15. Tormann. Jetzt mit der Angabe. Und der Ball ist zu weit. Punkt für Sinsheim. So, das gibt dann auch die technische Auszeit. 14 zu 16 für Sinsheim. Ja, die Möglichkeit für Ture Alexandersson. Deutlichere Worte von seiner Mannschaft zu finden, sie neu zu forcieren, vor allen Dingen neu zu motivieren, weil es schien mir doch einiges an Unsicherheit zu sein, was ich da bei Schwerin in den letzten 2-3 Minuten gesehen habe. Währenddessen, was sie nicht sehen können, weiterhin Rudi Sonnenbichler voller Energie auf seine Mannschaft. So wie wir es gesehen haben bei der ersten Auszeit, die Sinsheim genommen hat, hier in diesem zweiten Satz. Und das führte schließlich zum Erfolg. Man lag 5 zu 1 hinten, jetzt führt man 16 zu 14. Luis Mauersberger mit der Angabe jetzt. Und den wollten sie einfach nur rüberlegen. Julia Osterloh. Und kriegt den Ball nicht rüber. Glück für Schwerin. 15 zu 16 und Schaus jetzt zurück für Retzlaff. Adlerova bei der Angabe. Und da kommt der Block wieder nicht zusammen. Julia Osterloh mit dem Punkt. Schaus stand alleine. Adlerova verlässt jetzt die Platte und Lisa Thomsen kommt ins Spiel. Mukelki jetzt mit der Sprungaufgabe ins Netz. Ihr könnt selber nicht fassen, aber mit einem Lächeln auf den Lippen. Kaufeld mit der Angabe und so langsam wacht auch die Arena wieder auf. 16 zu 17 für Sinsheim. Und der Ball aus dem Halbfeld von Mauersberger zu weit und der Ausgleich. Und jetzt ist die Arena auch wieder dabei. Berit Kaufeld. Ein wenig übermotiviert, der Ball geht zu weit. Und wieder die Führung für Sinsheim. Und jetzt mal wieder ein gelungener Angriff von Schwerin, Anja Brandt. Schließt ihn erfolgreich ab mit dem Diagonalball zum Ausgleich 18 zu 18. Und Denise Hanke mit den Sprungaufgaben.
Und die geht ins Netz. Katharina Staus. Bei der Angabe für Sinsheim. Oh, das war gefährlich, sah gar nicht gefährlich aus. Und da kriegt Schaus den Ball gar nicht rüber. 18:20. Und jetzt Auszeit genommen von Dura Alexandersson. Kommt von dem Eindruck nicht los, dass die Schweriner doch ein wenig nervös sind jetzt. Nachdem sich Sinsheim quasi völlig verändert hat, indem sie... Ich weiß nicht, ob sie nach der Auszeit einfach heimlich die Mannschaft gewechselt haben und die richtige Mannschaft eingewechselt haben. Auf einmal spielen die hier einen ganz anderen Volleyball und auch erfolgreich 18:20 führen sie jetzt im zweiten Satz. So, die Auszeit ist vorbei. Und wollen wir gucken, was sie genutzt hat. Katharina Staus bei der Angabe. Das sah besser aus. So die kurze Variante durch den Block durch. Patricia Thormann. 19:20. Und Thomsen verlässt jetzt wieder die Platte für Alarova. Schaus. Mit Angabe knapp übers Netz. Da wird sie Schwierigkeiten haben bei. Aber die Sinsheimer kämpfen sich zurück. Das war wieder gut noch gerettet. Und die kurze Variante Hanke auf Brand zum Ausgleich. 20:20. Haben sie ihre Möglichkeiten wieder besser. Schaut. Und er hätte sie eigentlich weglassen können, der wäre wohl weg gewesen. So können sie den Ball nur rübertragen. Thormann und Alarova. Hat ebenfalls die Verteidigung gut gestanden, kurz gespielt, aber nicht gefährlich genug. Aber Alarova scheitert an Field im Block. 20:21. Sinsheimer Seite geht Brust jetzt runter. Und Neumeier kommt zur Angabe. Schweriner können ihn gerade noch so rüber retten. Und da steht der Schweriner Block eigentlich. Und es gibt auch den Punkt für Schwerin. Hat den Block nicht angeschlagen, sondern das Netz. Von da aus geht er ins Aus. 21:21. Angabe Anja Brandt. Und kommt sie nicht richtig hinter den Ball und gibt den Punkt ab. 21:22. Und da geht ein Raunen durch die Zuschauer. Marisa Field. Der Ball ist zu weit. 22:22. Thormann. Bei der Angabe. Und da
ist der Schweriner Block zwar da, aber nicht ganz geschlossen. Und Kaufeld bringt den Ball dann ins Aus. 23 zu 22 für Sinsheim. Mauersberger mit der Angabe. Oh. Schaut mit der schlechten Angabe und Thormann scheitert am gut gestellten Dreierblock der Sinsheimer. Und jetzt haben wir Satzball für den SV Sinsheim und die zweite Auszeit genommen von Ture Alexandersson. Dann zeigt er es an, der Ture Alexandersson. Wir haben einen Ball. Einen Ball, wenn der verloren geht, dann ist der Satz weg. Und gegen so einen Gegner müssen wir keinen Satz abgeben. Und jetzt wollen wir gucken, ob den Schweriner das auch gelingt. Louis Mauersberger mit der Angabe zum Satzgewinn. Und der ist drin. Das ist ein Ass und der Satz geht nach Sinsheim. Da gucken sich alle Schweriner ein bisschen komisch an. Aber das war richtig, der war drin. 22 zu 25 für Sinsheim. Und wir sind gleich wieder im dritten Satz. Nicht so. So, die alle stehen und ist bereit und wir sind auch bereit für Satz Nummer 3. Osterloh wird uns das Spiel eröffnen, was hiermit geschehen ist. So, mal gucken, die Schmarin den Schock verdaut. Schaus macht erstmal den ersten Punkt für Schmarin durch den Block durch. Aber es ist ein ganz anderes Spiel im zweiten Satz gewesen als noch im ersten. Und man sieht, Rudi Sonnenbichler, das sehen Sie jetzt nicht, weil Sie das Spiel gucken, hier am Rande mit einem Lächeln im Gesicht erklärt er seinen Spielerinnen die nächsten taktischen Züge. Und währenddessen Mauersberger mit dem Punkt 1 zu 1. Nach Sätzen wie nach Punkten.